Star-Kult ist offensichtlich zu allen Zeiten eine große menschliche Versuchung. Man möchte berühmte Persönlichkeiten sehen, mit ihnen gesehen werden und das stärkt unglaublich das Selbstbewusstsein. So wollen auch griechische Pilger in Jerusalem diesen berühmten Wanderprediger Jesus sehen. Merkwürdig ist, dass Jesus überhaupt nicht auf diese Bitte eingeht, sondern es kommt zu einem abrupten Themenwechsel. Er geht ins Gebet, in die Zwiesprache mit dem Vater. Inhalt dieser Zwiesprache ist das Gleiche, was die anderen Evangelisten am Ölberg schildern, ein Ringen, ob er den Kelch des Leides annehmen soll oder ob der Wille des Vaters geschehen möge. Jesus zieht aus diesem Gespräch die Kraft, nicht nur in seine Passion zu gehen, sondern eine unglaubliche Ansage zu machen. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit gutem Grund hat man diese Ansage in der christlichen Kunst ins Bild gesetzt, den wiederkommenden Christus oft über Kirchenportale gesetzt. Es ist Christus, der in die Kirche zieht, nicht wir Menschen. Es ist Christus, der zu Gott führt, nicht wir Menschen. Christus zieht, weil er mit dem Vater eins ist. Der Vater ist das Ziel Jesu Christi und der Vater ist auch unser Ziel. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten.